So, herzlich willkommen zur Supermarkt-Simulator-Demo. Ich habe schon einige Demos beim aktuellen Steam-Demo-Festival angespielt und das interessiert mich natürlich besonders, weil ich selber jahrelang in einem Supermarkt gearbeitet habe. Wir können hier mit dem Spiel beginnen. Ziel ist es, Güter zu verkaufen und zu platzieren. Also erstmal müssen wir sie kaufen, dann müssen wir sie platzieren. Wir dürfen nicht vergessen, die Preise anzupassen, um Profit zu machen und Bankrott zu vermeiden. Habt Spaß. Und ich fange jetzt einfach mal an, erkläre ich das Grundprinzip. Das ist unser Supermarkt. Das hier sind unsere Regale. Hier ist die Kasse. Hier ist der Computer, wo wir alles bestellen können. Und wir fangen einfach mal an mit Markt und kaufen ein paar Produkte. Uns stehen zur Verfügung 100 Dollar. Und ich kaufe erstmal günstige Produkte: Eier, Pasta und dann vielleicht noch Haferflocken oder was das hier ist. Mehr kann ich mir im Moment, glaube ich, nicht leisten. Doch Brot. Und das soll es gewesen sein. Jetzt bezahlen wir das Ganze. Vier verschiedene Produkte kaufen. Und dann wird die Ware auch schon geliefert. Oben sind Eier und Brot. Das werde ich mal im linken Regal platzieren. Und den Rest rechts. Wir nehmen das Produkt einfach in die Hand und klicken dann auf die gewünschte Regaleinheit. Den Karton schmeißen wir anschließend in den Papierkorb. Dann gilt es, die Preise anzupassen. Dazu klicken wir einfach aufs Preisschild. Wir sehen den Marktpreis, den Einkaufspreis. Ich versuche hier mal runde Summen zu machen, damit ich schneller rausgeben kann. Ich probiere das einfach mal. Eier 2,50, Brot machen wir auch 2,50. Bei den Haferflocken würde ich 8 Dollar machen wollen. Und bei den Nudeln machen wir 4 Dollar. Mal sehen, ob das Ganze hier funktioniert. Wir eröffnen den Markt, indem wir hier oben draufklicken. Jetzt müssten die ersten Kunden kommen. So sieht die Stadt aus. Die Kunden kaufen ein. Wir stellen uns an die Kasse, ziehen die Produkte drüber, nehmen das Geld entgegen, geben dann raus, in dem Fall 10 Dollar. Wenn das hier grün ist, drücken wir auf Space und der Einkauf ist beendet. Und so müssen wir jetzt 25 Verkäufe machen. Abends gilt es noch, das Licht einzuschalten. Sonst war es das hier im Wesentlichen. Also zumindest für dieses erste Level. 1 Dollar zurück. Dann wird das grün, Space und der Kunde ist abgefertigt. So. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen im Auge behalten, wie viel Ware wir noch vorrätig haben. Abends können wir nichts mehr nachbestellen. Das heißt, wenn abends leer ist, ist leer. Das ist ziemlich simpel gemacht und gleichzeitig funktioniert es ganz gut. Kartenzahlung ist leider noch nicht möglich in diesem Demo.
Und jetzt versteht ihr auch, warum ich diese runden Preise gemacht habe. Dann kann ich schneller rausgeben und mich nebenbei noch um andere Sachen kümmern. Und die Kunden können mitunter sogar passend bezahlen, was den ganzen Vorgang hier noch schneller macht. So, ich spiele jetzt hier mal eine Runde weiter und dann sehen wir uns wieder, wenn das nächste Level erreicht ist. Beziehungsweise sobald ich genug Geld habe, kann ich natürlich auch noch andere Waren besorgen. Es fehlt, glaube ich, noch Öl und Cerealien. Ich bestelle einmal das Öl, kann das leider nicht zusammen kaufen. Ihr seht, das kostet leider auch Versandkosten jeweils. Übrigens, wenn jetzt ein Kunde an die Kasse kommt, dann pinkt es, so dass ihr darauf aufmerksam werdet. 50 Cent zurück und tschüss. Meine Ware ist jetzt draußen, die wird zum Glück instant geliefert. Wenn ihr euch verklickt, könnt ihr mit der rechten Maustaste das Ganze auch wieder rückgängig machen. Hoffe, ich habe das jetzt richtig eingeräumt. Öl unten, also rechts im Regal und ganz wichtig, immer die Preise anpassen. Wir machen hier mal 6,50. Und derweil hat sich hier schon eine kleine Schlange gebildet. Und ihr könnt rechts auch immer noch die Uhrzeit beobachten. Was uns jetzt noch fehlt, sind Cerealien. Die kommen links ins Regal und die Eier werden so langsam knapp. Da könnte man auch noch mal ein Paket ordern. Das lasse ich mir auch direkt zuschicken, weil es dauert sicher noch eine Weile, bis ich mir die Cerealien leisten kann. Brot wird auch knapp.
abends dann das Licht anmachen, wie ich schon erwähnt habe. Haferflocken. Also das Brot ist sehr beliebt. Pasta ist alle. Und ab 8 kann man, glaube ich, nichts mehr bestellen und um 9 schließt der Laden. So, mal noch schnell die Regale einräumen, kurz vor Feierabend. Und dann werden hier die letzten Kunden abkassiert. Und ich glaube, das war's. Morgen beginnt ein neuer Tag. Hier bekommen wir nochmal eine Zusammenfassung, was wir verdient haben oder auch nicht. Und dann öffnet der Tag wieder am nächsten Tag. Und jetzt müssen wir sogar Miete bezahlen. Das heißt, wir müssen wohl oder übel die Preise anheben. Gut, ich gucke mir die Preise zumindest nochmal an. 2,61 ist der übliche Marktpreis. Ich passe die Eier mal auf 2,60 an. Das hier passe ich, ja, 8 Euro, das ist 8 Dollar, das ist gut so, das lassen wir so. 6,60 oder 6,65 würde ich sogar sagen. Okay. Sandwich. 2,50. Das ist gut. Und hier würde ich 4,25 veranschlagen wollen. Also am nächsten Tag jetzt leicht angepasste Preise. Ich kann mir immer noch keine Cerealien leisten. Leider muss jetzt ordentlich Geld verdienen. 3 Checkouts noch und dann kann ich mir hier unter Management, denke ich, irgendwann das Starterpack kaufen und da kommen dann neue Dinge dazu, wie Wasser, Erdnussbutter, Kuchen, Candy, also Bonbons, Kaffee und Milch. Da brauche ich dann wahrscheinlich einen Kühlschrank. Für all das brauche ich wiederum Geld. Mal gucken, wie sich das hier weiterentwickelt. Wir öffnen jetzt den Laden und hoffen auf gute Verkäufe. Bin gespannt, wie teuer die Miete jetzt ist jeden Tag. Ich sollte auf jeden Fall mal versuchen, Geld zu sparen und dann gesammelt die Bestellungen abschicken, so dass ich nicht jedes Mal Versandkosten bezahlen muss. Das geht nämlich auch ins Geld. Oder ich muss die Preise noch mehr erhöhen. Mal sehen. 8:40 Uhr, bisher hat sich noch niemand in meinen Laden verirrt. Aha. Eine Packung Eier, manchmal braucht man nicht mehr.
17:40 zurück. Bitte gerne einen schönen Tag noch. So, jetzt kommt der hoffentlich bald der letzte Kunde vor dem Level Up. Ja, so ist es. Ich kann mir jetzt eine neue Lizenz kaufen. Zumindest ab Level 3 dann für 125 Dollar. Und da ich noch nicht mal das sechste Produkt hier im Regal habe, muss das leider noch ein bisschen warten. Und ich muss jetzt erstmal ein bisschen Geld verdienen. Und jetzt gibt es, denke ich, einen Schnitt und wir sehen uns wieder, wenn ein bisschen Geld verdient ist. So, ich spiele das jetzt irgendwie schon ewig und so langsam sollte das Geld auch reichen für die Erweiterung. Ich habe mir schon mal ein neues Regal besorgt. Hier ist eine Bestellung am Start, die wir auslösen sollten. Haferflocken, Pasta, ich glaube, da ist alles mit drin. Eier, Brot, das sieht gut aus. Mal sehen, ob ich noch was brauche. Eier, Brot, nee, das ist erstmal okay so. Dann würde ich mir direkt noch einen Kühlschrank kaufen. Das kann ich mir sogar leisten. Knapp. Und wir richten das Ganze mal ein. Übrigens müssen wir auch die Preise regelmäßig anpassen, weil die sich nämlich ändern mit der Zeit. Kühlschrank baue ich mal hier hin. Ah, mit dem Mausrad kann ich rotieren. Sehr schön. So, jetzt heißt es wieder Regale einrichten, genug Geld verdienen und dann kann ich mir endlich die Erweiterung kaufen. Ja, und wenn das soweit ist, dann melde ich mich wieder. Übrigens werden auch die Einkäufe mit der Zeit größer der Kunden, aber nichts, was nicht zu bewältigen wäre. So, jetzt bin ich für den neuen Tag gerüstet. Und überprüft nochmal die Preise für Eier. Das ist okay. 69, das ist auch okay. Öl, viel zu billig. Da machen wir glatte 9 Dollar. Nicht Euro, Dollar. Marktpreis 6,20. Das ist okay. Marktpreis 5 Euro, das ist exakt der Marktpreis. Und das ist auch viel zu günstig. Da machen wir 3,50. Und dann geht es, wie gesagt, weiter hier. Der Laden wird eröffnet, Geld wird verdient. Und wir sehen uns wieder, wenn ich mir endlich das Starter Pack 1 besorgen kann. So, jetzt ist es soweit. Ich kaufe mein Starter Pack. Und jetzt kann ich wohl neue Produkte bestellen. Die kosten natürlich auch wieder eine Menge Geld. Ja, wir brauchen zum einen mal Milch. Von dem Wasser würde ich auch mal eine Einheit kaufen. Das ist relativ günstig. Und mit dem Rest warte ich wahrscheinlich noch ein bisschen.
Vielleicht kaufe ich noch ein paar Bonbons. Und dann ist erstmal gut. Ich kann das sowieso erst morgen kaufen. Muss erstmal den aktuellen Tag beenden. So, ich habe das alles schon gekauft. Jetzt habe ich aber neue Ziele. Vielleicht kaufe ich das auch nochmal. Wir werden gleich sehen, wie viele Produkte da überhaupt reingehen. Wir beenden erstmal den Tag. Passen die Preise neu an und bestellen erstmal unsere Produkte. Jetzt wird hier endlich neu eingerichtet nach langer Spielzeit. Los geht's mit den Bonbons. Ein Paket erstmal für den Anfang. Dann haben wir Wasser. Ah, das soll im Kühlschrank platziert werden. Okay. Milch muss natürlich auch in den Kühlschrank. Auch erstmal ein Karton. Ich glaube, da bestelle ich gleich nochmal nach. Und natürlich Haferflocken, damit wir hier gerüstet sind für den neuen Tag. Die Eier reichen noch ein bisschen. Der Preis ist angemessen. Bei den Haferflocken ebenfalls. Cerealien, Marktpreis 7,35. Da machen wir 57. Beim Öl passt das. Bei der Pasta auch immer noch. Beim Brot lasse ich das auch so. Wie sieht's aus mit Süßwaren? Da machen wir 3, vielleicht sogar 4 Dollar. Ich teste das mal. Milch. Mache ich auch 4 Dollar. Da runde ich mal ein bisschen ab. Im Sinne des Kunden. 3,30 ist hier der Marktpreis. 3,32 sogar machen wir. 3,25 auch für das Wasser. So. Die neuen Preise stehen fest. Bisschen Geld ist noch übrig. Kuchen könnte ich noch ausprobieren. Erdnussbutter. Kaffee. Wir probieren den Kaffee. Und dann schauen wir mal, wie das bei unseren Kunden ankommt. Und ich starte den neuen Tag. So, ich denke auch, das Spiel kommt auf meine Wunschliste bei Steam. Das ist das Einzige, was ich für das Spiel tun kann. Mir hat es Spaß gemacht. Den Kaffeepreis muss ich noch anpassen. Was haltet ihr davon? Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Ja, und ich spiele hier mal noch eine Runde weiter. Mal sehen, wie sich das entwickelt.